Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, heute steigen wir so richtig tief ein und zwar habe ich mir irgendwie mit dieser Serie vorgeschrieben, ich möchte euch alle Sachen zeigen, die mir zumindest einfallen, wenn es um Programmiersprachen geht. Sprich auch so Sachen wie das, was wir heute machen zum Beispiel oder Vererbung oder Interfaces, die es nicht mal in allen Sprachen gibt. Aber ich möchte euch damit sozusagen ermöglichen, jede Sprache mit Leichtigkeit zu lernen und da müssen wir natürlich auch richtig tief in die krassesten Dinge gehen, die nicht in allen Sprachen vorhanden sind und genau solche Dinge werden wir uns heute auch noch angucken. Wir werden auch noch Sachen machen, die in allen Sprachen vorhanden sind. Schaut euch dann einfach bitte immer die Überschrift des Videos an, ob das für euch was ist. Und ja, sollte ich ein Feature vergessen, beziehungsweise sollte ich vielleicht sogar ein Feature nicht kennen, dann würde ich euch einfach mal bitten um einen Kommentar. Es ist gut möglich, dass ich bei der Vielzahl an Dingen hier, ich habe glaube ich mittlerweile 50 Browser-Tabs nur zu dieser Serie offen, dass ihr mir da einfach mal schreibt und dann werde ich das dann natürlich noch nachreichen. Okay, also was wir heute machen wollen, sind statische innere Klassen. Und statische innere Klassen sind eigentlich, naja, zunächst mal ein bisschen bescheuert, weil man irgendwie den Sinn nicht erkennt, aber ich möchte euch den Sinn kurz noch zeigen. So, wir brauchen dieses Teil hier auf jeden Fall mal nicht mehr und was ich jetzt hier oben mache, ist, ich baue mir eine Klasse innerhalb der Klasse Schule. Und dazu muss ich jetzt das Beispiel ein bisschen stretchen sozusagen. Ich schreibe hier jetzt einfach mal innere Klasse drüber. Das ist ein Kommentar für die Leute, die dieses Video nicht mitbekommen haben. Kommentare werden einfach ignoriert, aber sind für uns zur Lesbarkeit da. So, und was ich jetzt hier mache ist, ich schreibe mir eine Static Class, keine Ahnung, zum Beispiel Schüler. So, und die Static Inner Class, warum fange ich mit Static an? Static ist ja eigentlich ein bisschen schwerer zu verstehen, aber in dem Fall ist es leichter tatsächlich, als die normale innere Klasse zu verstehen. Static Inner Classes haben einige coole Eigenschaften und zwar, sie sind natürlich auch von der Klasse Schule verfügbar, sie sind aber auch außerhalb verfügbar. Ich geb dir jetzt einfach mal kurz ein paar Attribute, zum Beispiel Int Alter, Int Stufe, in welche Klasse er geht und ja, keine Ahnung, das reicht erstmal. Was wir jetzt hier machen können tatsächlich, ist was ziemlich Cooles. Und zwar kann ich jetzt hier unten hergehen und über diese, also es gibt mir sozusagen so ein bisschen Struktur in meinem Kopf drin. Ich kann nämlich zum Beispiel sagen, hey, ich möchte mir jetzt einen neuen Schüler erstellen. Und den, naja, Schüler gehören irgendwie immer zu Schulen dazu. Und den erstelle ich mir jetzt über Schule.Schüler. Das wird euch häufiger passieren, wenn ihr viel Java-Code schreibt. Vor allem Android macht das ganz gerne. Bei diesem Riesen-Framework, da passiert es relativ häufig, dass man sowas mal sieht. Und dann haben wir zum Beispiel den Schüler Hans. Der ist ein, Achtung, da vorne habe ich es auch schon falsch geschrieben. Ich denke immer an den Schüler schon. Aber Schule.new Schüler. So, und da machen wir jetzt einfach mal das hier. Ohne Konstruktor, ohne irgendwas. Jetzt habe ich mir über die Schule tatsächlich einen neuen Schüler erstellt. Und der wiederum kann jetzt, also ist einfach eine ganz normale Person mit, oder was heißt normale Person, eine normale Instanz dieser Klasse hier. Obwohl das Ding Static hat. Das hat nichts mit irgendwie Static Class Schule von hier vorne zu tun. Static Classes gibt es in dem Sinne auch, aber das bedeutet, also in manchen Sprachen gibt es das auch, aber das bedeutet nichts anderes wie alles, was drin ist, ist Static. Also das heißt, jedes Attribut ist Static. Hier zum Beispiel Static. Ja, da unten haben wir Attribute. Das heißt, wir bräuchten hier überall vorne dran ein Static. Hier bräuchten wir ein Static. Da bräuchten wir ein Static vorne dran. Und hier bräuchten wir ein Static vorne dran. Das bedeutet das normale Static einer normalen Klasse. Bei inneren Klassen heißt das ganze Ding ein bisschen was anderes. Bei inneren Klassen kann ich trotzdem noch ganz normal alles erstellen. Das heißt, ich habe hier auch einen Schüler, der jeder sein eigenes Alter hat. Die sind nicht alle gleich halt. Das heißt, das sind keine, nicht alle Static-Attribute. Die gehen nicht alle auf dieselbe Stufe und so weiter. Dieses Static steht dafür, dass ich das Ganze über Schule erstellen kann. Schule.new Schüler. Die sind unabhängig von der Schule, die ich hier vorne benutze. Es gibt, und das werden wir nächstes Mal machen, auch noch die Nicht-Static-Inner-Classes. Die sind abhängig von der konkreten Instanz. Und das werden wir uns dann angucken, wenn es soweit ist. Jetzt kann ich hier komplett alles machen, was ich möchte. Ich kann zum Beispiel ausgeben Hans.alter oder Hans.stufe etc. Kann ich alles damit arbeiten. Und natürlich kann ich auch hier drin komplett damit arbeiten. Also zum Beispiel kann ich hier ein new
Schüler erstellen und irgendwas mit dem dann machen oder sowas. Irgendwo reinadden in irgendeine Liste oder so. Keine Ahnung, all das ist natürlich möglich. Und das geht mit Static Inner Classes. So, das war's jetzt erstmal für heute. Wie gesagt, das leichteste Feature zuerst. Wir werden uns aber nächstes Mal schon an die nicht Static Inner Classes ranwagen. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Achso, halt, stopp, nein, wir sind noch nicht durch. Ha! Die Dinger machen ja so, wie sie da sind. Sorry, das habe ich jetzt komplett vergessen. Die Dinger machen so, wie sie da sind, ja überhaupt keinen Sinn. Also ich könnte das Ganze auch einfach auslagern in eine normale Klasse. Also zum Beispiel einfach so. Class Schüler int Alter in Stufe bla 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 bla. Kann ich natürlich machen. Aber was natürlich jetzt hier passiert, ist folgendes. Jeder kann diese Klasse instanziieren. Das heißt zum Beispiel auch Schüler. Das macht zwar vielleicht Sinn, Schüler gleich New Schüler oder sowas zu schreiben. Und dann kann auch jeder diese Klasse hier benutzen. Logischerweise auch dann die Klasse Schule kann Schüler erstellen. Aber wenn ich das so habe, dann habe ich hier teilweise noch ein bisschen mehr Macht darüber und kann einfach sagen, hey, das Ding ist private. Punkt. Du kannst dir hier außen in keinem Code mehr irgendwo einen Schüler erstellen, sondern dieser Schüler kann nur noch innerhalb dieser Klasse hier erstellt werden. Das heißt, in unserer, die soll nicht static sein, in unserer Klasse Schule kann sich jeder hier einen Schüler erstellen, alles kein Problem. Aber außerhalb, also hier im normalen Code, geht nichts mehr. Das ist in etwa so wie Private-Attribute und Private-Methoden. Die kann man nur innerhalb der Klasse Schule aufrufen und nicht außerhalb. Und genauso ist es jetzt mit dieser Klasse Schüler hier. Ich kann die instanziieren, aber nur hier innerhalb der Klasse Schule und nirgendwo anders. Das heißt, ich habe sozusagen die Möglichkeit, eine Klasse nur für diese Klasse Schule hier anzulegen und für sonst niemanden. Und da macht es dann tatsächlich wieder Sinn, weil man vielleicht einfach nur intern was braucht, was so eine innere Klasse ist. Und da gibt es tatsächlich eine relativ populäre Version davon, und zwar die Java-Listen, die Array-List, die benutzt genau solche inneren Klassen, anonyme, oder nicht anonym, sorry, private innere Klassen, die genau das können. Genau. Und was wir jetzt aber noch trotzdem sehen können, ist, wenn man hier private hinschreiben kann, kann man auch protected hinschreiben. Und das stimmt auch in den allermeisten Sprachen, soweit ich das weiß. Wenn man hier protected hinschreibt, dann kann man logischerweise in der Klasse Schule einen Schüler erstellen, aber auch in geerbten Klassen. Das heißt, in der Klasse Gymnasium wäre es möglich, in der Klasse Grundschule und so weiter und so fort, aber nicht im normalen Code außerhalb und nicht in irgendwelchen anderen Klassen. Und das ist natürlich ziemlich cool. Ja, das war's von meiner Seite schon wieder. Jetzt geht's tatsächlich nicht mehr weiter. Nächstes Mal schauen wir uns dann die normalen inneren Klassen an und wir hören uns. Bis dann. Ciao.